Wir stehen hier in der Ausstellung Missing Link, Strategien einer Architektinnengruppe in Wien 1970 bis 80. Eine große Ausstellung, die das erste Mal einen umfassenden Einblick gibt über das Werk der Architektinnengruppe Missing Link. Das waren Angela Haarreiter, Otto Kapfinger und Adolf Krischernitz, die sich 1970 an der Technischen Hochschule zusammengeschlossen haben als Arbeitsgruppe. Der Name ist Programm, also das fehlende Bindeglied. Das bezog sich darauf, dass im Architekturstudium an der Technischen Hochschule damals viele Sachen zu fehlen schienen. Und damit wollte sich Missing Link auseinandersetzen. Das waren vor allem auch feinere soziologische Wahrnehmungen. Das waren relevante Themen der Zeit, wie zum Beispiel die Straße als öffentlicher Ort. Das waren auch Auseinandersetzungen mit dem Denkmal. Das waren Auseinandersetzungen mit dem Wohnbau und mit Themen, die auch in den 70er Jahren dann zunehmend relevant geworden sind und erstaunlicherweise auch heute nichts an Relevanz verloren haben. Inhaltlich haben sich Missing Link vor allem auseinandergesetzt mit diesen großen Themen, die damals in den 60er Jahren aufgekommen sind, also diese utopische Architektur, geprägt von Megastrukturen, von mobilen Einheiten, die flexibel sein sollten, Plastikoberflächen, aufblasbare Strukturen. Das war sehr en vogue. Das wenigste von dieser Architektur ist je ausgeführt worden, auch von Missing Link natürlich nicht. Das ist Papierarchitektur geblieben. Noch während des Studiums, Ende 1971, machen Missing Link eine radikale Kehrtwendung. Sie lassen diese ganzen utopischen Projekte der 60er Jahre mit diesen Megastrukturen hinter sich und wenden sich in ganz einfachen Performances, wo sie teilweise nackt selber auch performen, aber vor allem, wo sie Alltagsgegenstände performen lassen. Also es geht darum zu untersuchen, wie die zwischenmenschliche Kommunikation mit Alltagsgegenständen funktioniert. Das untersuchen sie. Also mit ganz einfachen Mitteln operieren sie da. Vom ORF das Angebot, in der Reihe der Sendereihe Impulse einen Film zu drehen, also einen experimentellen Fernsehfilm. Das Tolle damals im ORF: diese Filme waren nicht fürs Spätabendprogramm gedacht, sondern die liefen wirklich im Hauptabendprogramm. In dieser Sendereihe Impulse stellt Missing Link also auch nochmal so eine verdichtete Aktionssequenz vor von diesen Performances, die sie in den Jahren zuvor also auch erprobt hatten. Gleichzeitig entwickeln Missing Link auch hier ganz andere Vorstellungen von Architektur. Sie nennen das Para-Architektur, also neben der Architektur. Hier haben wir ein solches Stück Para-Architektur, also eines von Missing Link entworfenes Stück und dann auch umgesetztes Stück. Das ist die Steinbank. Das sieht ja nun aus wie ein Stück brutalistischer Architektur. Brutalistische Architektur der Nachkriegszeit ist ja sehr durch die rohen, rauen Betonoberflächen gekennzeichnet. Also irgendwie ein Stück Möbel, aber auch ein Stück Architektur. Und in gewisser Weise ist das natürlich eine Auseinandersetzung mit dem Wohnbau der Nachkriegszeit. Und diese Objekte, diese Para-Architektur, die funktionieren auch als Denkmodelle, und das wird noch deutlicher bei dem zweiten Objekt, was auch mit Beton zu tun hat. Das ist nämlich der Betonbrecher. Der Betonbrecher ist natürlich dann auch ein Denkmodell. Da geht es durchaus darum, auch metaphorisch die Betonköpfe in der Stadtplanung, im Wohnbau auch aufzubrechen und ein bisschen zu provozieren. Also durchaus ein Objekt, was auch heute noch hohe Relevanz hat, weil Österreich hat ja nach wie vor ein riesengroßes Betonproblem. Seit 72, 73 beginnen Missing Link sich dann verstärkt mit dem Thema der Straße auseinanderzusetzen. Sie nennen das Straßenarbeit.
seit den späten 60er Jahren war ja die Frage nach dem öffentlichen Raum, wer hat eigentlich das Recht, den öffentlichen Raum zu bespielen, zu besetzen, dort Veranstaltungen zu machen, das war ein großes Thema, das wurde auf und an der Straße verhandelt. Und ganz wichtig für Missing Link aber auch die Frage des autogerechten Verkehrs. Also die autogerechte Stadt, das war die Leitlinie der Stadtplanung in der Nachkriegszeit. Also man hat immer darauf geguckt, dass der Verkehr funktioniert, aber nicht wie Menschen im öffentlichen Raum, wie viel Platz sie dort haben, was sie dort machen können. Plätze waren damals Parkplätze. Na, da standen keine Schanigärten, da konnte man sich nicht hinsetzen und so weiter. Also das war damals ein ganz, ganz zentrales Thema, sich mit dem öffentlichen Raum auseinanderzusetzen. Für Missing Link war das Ziel eigentlich, sich darüber klar zu werden, was denn gelebter Stadtraum sein kann. Und sie haben da auch, und das finde ich auch persönlich irgendwie sehr berührend, Erfahrungen in der Literatur gesucht. Und ihr Kronzeuge war James Joyce mit dem Ulysses, wo ganz viel Stadtleben, ganz viel Erfahrung von was passiert auf der Straße, wie reden die Leute miteinander, was erleben sie dort, welche Sinne werden angesprochen, wie findet die zwischenmenschliche Kommunikation statt. Das untersuchen sie auf der Straße, finden es nicht mehr in dieser verkehrsgerechten Stadt der frühen 70er Jahre und wissen aber, dass es im Ulysses noch vorhanden war. '76 organisieren Coop Himmelblau auf dem Naschmarkt den sogenannten Supersommer. Eine Reihe von Events, Vorträgen und eben auch eine Ausstellung. Und sie bitten Missing Link, einen Beitrag zu machen. Missing Link entschließt sich, ein begehbares Hutobjekt zu machen, das sogenannte Asyleum. Das ist eine Verbindung aus den Worten Asyl und Museum. Und im Innern dieses Asyleums stellen sie Bilder aus, die aus einem Buch stammen, was 1908 publiziert ist, von Emil Kläger, einem Journalisten, mit Fotos von Hermann Drawe, die sogenannten Strotter zeigen. Die Strotter, das waren die Obdachlosen, die in den Kanälen und dem überbauten Wienflussareal Zuflucht gesucht haben, dort also gewohnt haben und die als einziges Dach über dem Kopf, als einziges eigenes Dach über dem Kopf ihren Hut hatten. Daher also dieses Hutobjekt, womit Missing Link nochmal aufmerksam gemacht hat auf etwas, was auf dem Naschmarktareal selbst ja unsichtbar ist. Sie haben damit daran erinnert, dass um die Jahrhundertwende, die wir so zelebrieren, auch hier im Museum mit Wien 1900, und an der Wienzeile stehen ja auch die beiden Jugendstilbauten von Otto Wagner. Also dieses Asyleum ist gewissermaßen der dunkle, der schwarze Gegenbau, mit dem nochmal erinnert wird an etwas, was unsichtbar ist und wo auch nochmal an das soziale Elend auch erinnert wird, was Wien 1900 auch beinhaltet hat. Es war nicht alles golden und glänzend und klimmt. Es gab auch Abgründe und es ist sehr typisch für Missing Link, dass sie eben auf solche Sachen aufmerksam machen.